Jo, denn willkommen in Michersdorf. Da ist der Bahnhof. Ja. Genau, dahinter sind ein paar Wohnhäuser. Hier kommen wir ins Industrieviertel. Michersdorf ist eher so industriell angesiedelt. Und eins muss ich vorausschicken: Bäume kaufe ich, den Rest mache ich eigentlich selbst. Bäume und Rollmaterial sind gekauft. Auch eins meiner ältesten Gebäude, die alte Union Chemie. Na, hier ist die Freiladerampe mit der selbst lackierten Lok der Michersdorfer Kleinbahn. Na, auch ein kleines Schätzchen. Jawohl. Ja. Gehen wir hier so rum. Hier im Hintergrund hat sich auch schon was geändert. Auch andere Gebäude als früher. Der Lokschuppen hat nur einen Platz gefunden. Genau. So, steht jetzt hier vorne. Genau. Da drinnen. Die V100 auch gealtert natürlich. Dann kommen wir hier so rum. Auch geil, die Kiefern. Die hat der Ahammer gebaut. Die sind perfekt, die Biester. Das kleine Trafohäuschen. Dann hier das Viadukt mit meiner aktuellen Lieblingslok. Genau, das ist auch gleichzeitig Programmiergleis. Ja, hier unten ist denn. Hier wäre zumindest Tienau. Den habe ich jetzt mal demontiert, weil ich ihn verschenkt habe. Bei euch einen neuen Haltepunkt. Schäfer. So ein bisschen Heidelandschaft soll das hier darstellen. Dann kommen wir hier zu Posten 19 mit der tollen Birke auch vom Helmut. Eine Eiche. Ja, meine Frau im alten Vio ist sie zur Arbeit gefahren. Hier kommt sie bereits zurück von der Arbeit. Ne? Genau, sieht man sehr gut. Ja, mal gucken. Das Stellwerk ist sogar, der Posten ist sogar eingerichtet. Da sieht man nicht so gut. Aber naja. Genau, dann kommt hier wieder die hässliche Brücke. Hier geht es rüber nach Klausdorf. Ja, mit dem tollen Kran. Das ist ein reines Standmodell. Ja, hier ist der Schrottplatz. Die kriegen gerade Heizöl, wofür auch immer. Weiß kein Mensch. Dann kommen wir hier rüber zum Bereich Klausdorf, Bahnhof. Klausdorf im Walde. Genau. Na? Wie gesagt, die Häuser und so mache ich alles selbst. Und auch die Begrünung, bis auf die Bäume eben. Oh, hier ist Klausdorf im Wald halt. Das war's.